Ich wollte euch noch den Pride Trailer zeigen. Den Pride Trailer, weil wir haben Pride Month. Und viele von euch sind ja original so schlau, dass die nicht wussten, was die japanische, absolut legendäre japanische MMA-Veranstaltung Pride überhaupt ist, war. Und dabei sind teilweise Leute dabei, die sind so alt wie ich. Der Hagen. Der Hagen hatte keine Ahnung, was Pride ist. Und als ich mit dem Jost letzte Woche über Pride sprach, dachten alle, der Witz ist natürlich, dass wir ja Pride Month haben, dachten alle, das wäre irgendwie eine tolle Doku über Gays. Nein. Ich würde sagen, relativ wenige Gays sind da involviert. Man weiß es natürlich nicht. Vielleicht ist auch der eine oder andere Gay dabei. Aber es spielt auf jeden Fall keine große Rolle. Auf jeden Fall viel Testosteron. So viel sei sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass es Gays gibt, die sich das gerne angucken. The Rise and Fall of Pride FC. Intro Teaser. Und das ist eine, ich habe jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, das ist eine YouTube-Doku von einem YouTuber, Napoleon Blown Apart. Und absoluter King, dieser Typ. Mario schreibt hier, Pride-Doku top, danke dafür. Habe die Shows damals fast alle gesehen und die Bücher über die Promotion gelesen. Waren aber viele neue Informationen für mich drin. Es ist einfach für jemanden, der es noch gar nicht kennt, absolut pures Gold. Und ich kannte das alles. Ich habe Pride, im Nachhinein habe ich, sage ich mal so, um die 2010 habe ich mir diese ganzen Pride-Sachen, als es das noch gab, aber habe ich mir das alles auf YouTube auch angeguckt. Diese ganzen Kämpfe und auch all diese Protagonisten, die sind mir natürlich alle bekannt. Und diese Doku, diese dreiteilige Doku, ist pures Gold. Ich würde sagen, Etavox Ehrenfeld, Pflichtmaterial, klausurrelevant. Wir gucken uns den Intro-Teaser jetzt mal gemeinsam an. Auch noch zum Pride Month, der ja noch nicht mal halb rum ist. Ich hoffe, dass wir Ende des Monats noch eine Pride, im Pride Month noch eine Kölsche Fight Companion Sendung mit Sven, dem schönen General und dem Heiko und dem Jost hier bei mir at the Compound hinkriegen. Und ich hätte das gerne auch als zukünftiges Shoot the Shit toxisch-maskulines Format. By the way, Toxic Masculinity, der Podcast, der von Dan Severn und Dan Severn und, ey, holy shit, wie heißt der andere? Dan Severn und der andere Schnurrbart. Das Ober-Ultra-Kult-Schwein schlechthin. Diese beiden Schnurrbärte. Unnormal, dass die beide eine Sendung haben, die Toxic Masculinity heißt. What a time to be alive. Danke Internet, danke USA. Und auch sei auch sehr empfohlen. Kommen viele alte Haudegen, auch Pride-Leute, UFC-Leute der ersten Stunde zu Wort. Und diese beiden, Dan Severn, ich guck's jetzt nach, Don Fry, danke, Jost. Don Fry, die muss man ja einfach lieben, weil die privat sind das einfach so liebe Kerle und die waren so savage. Und die kommen beide rüber wie aus Running Man. Als wären die aus Running Man rausgesprungen, wenn ihr euch diese alten Videos von denen anguckt. Beides Ringer, aber beide auch gute Striker, würde ich sagen. Aber anyway, wir sehen ja bestimmt auch ein, zwei Aufnahmen von Don Fry hier im Pride FC Intro Teaser. Und wie gesagt, das ist ein DIY-YouTube-Ding von Napoleon Blown Apart. Guter Name auch. War das die Geschwindigkeit richtig? Yes. Absolut geile Doku. Also UFC damals war nichts gegen Pride. Also Pride war das Spektakel schlechthin. Wir reden von Early 2000s bis dann 2010er Jahre so. Und dann ging es schwer bergab auch. Aber auch diese ganze Backstory mit den Yakuza und alles, wirklich vom Allerfeinsten.
wirklich das Spektakel. Es hat was von Wrestling auch, aber es gab halt echt aufs Maul, ne? Also vom Spektakel her hatte es wirklich was von Pro Wrestling. Wanderlei Silver, Mirko Krokop. Fußballkick, Soccerkick. Ich dachte eigentlich, da kommt noch ein bisschen was erzählt zu, aber anyway, ich guck's mir auch so gerne an. Fedor und hier der Gracie Hunter rechts. Da ist er, Don Fry. Ich meine, wirklich, dieser Typ, what's not to like? What's not to like? USA-Flagge? Was? Terrorists suck? Terrorists suck? Schnurrbart des Todes, USA-Flagge und Entschlossenheit. No steroid testing in Japan. Ich bin ja eh immer dafür gewesen. Ich war immer für die offene Nutzung von anabolen Steroiden, dass man es erlaubt, weil es eh jeder, von Tour de France bis hier solche Events, es wird eh gemacht. Dann erlaubt es doch. Vielleicht wird es dann auch gesünder durchgeführt, als es möglich ist mit diesen ganzen Workarounds. Und dann soll jeder soll versuchen, der Krasseste zu sein, egal in welcher Sportart. Der freie Markt. So sehe ich das. Fedor, den mochte ich auch immer. Geil, so richtiger, mehr Russe geht nicht. Vielleicht ist auch Ukrainer, ist eher dasselbe. Aber also mehr Russenkopfgesicht, Kanisterkopf geht nicht. Auch absolut savage. By the way, wo war die Spiegel-Headline? Ich dachte, die hätte ich in den Memes noch drin gehabt. Da gab es eine Spiegel-Headline. Warte, ich find's noch mal hier. Ich find's noch mal hier. Ist jetzt so ein bisschen, war eigentlich was anderes. War eigentlich was anderes. Wo sich der Spiegel wundert, hier. Warum ist da so wenig Sympathie? Hier sitzt der Zelensky, Wag the Dog. Warum ist da so wenig Sympathie? Eigentlich müsste den Deutschen die Parteinahme für den ukrainischen Präsidenten Zelensky und sein Land selbstverständlich sein, meint unser Autor. Aber paradoxerweise bekommt der Aggressor mehr Verständnis als das Opfer. Und das erkläre ich gerne mal, lieber Spiegel. Eigentlich meinetwegen, ja. Aber wie kommt's? Wie kommt's? Auch hier wieder. So ein Grünemeier-Mindset. Der Spiegel versteht die Welt nicht mehr. Ich sag dir was, Spiegel. Weil wir dich hassen. Wir hassen dich. Wir hassen den Medienadel, den Rotfunk und alle anderen Tag, ihr Lügner, die Peinlichkeit, Unrecht und Schlaffheit verbreiten und durch Ideologie getrieben sind. Und eigentlich wollen wir immer auf der richtigen Seite der Geschichte sein. Nur die ist in der Regel nie da, wo ihr seid. Und weil wir euch hassen, deshalb. So. Rampage Jackson. Keine Ahnung, wie mir das rausgerutscht ist. Das wollte ich aber auf jeden Fall noch gesagt haben. Wir hassen euch, Spiegel Online. Ey, auf den Kopf, Alter. Und der hat danach weitergekämpft. Der hat danach weitergekämpft. Da war er, Randy Couture. Mit dem ist der, ach Mann, wie heißt er denn? Wie heißt er denn hier? Wie heißt er nochmal? Ach, so ein Redneck. Mit dem ist der, nicht Randy Couture, mit dem ist der UFC-Dude, wie heißt der? Ich habe manchmal es mit dem Gedächtnis. Dana White. Mit dem ist Dana White rüber und dann hat er versucht, quasi Pride davon zu überzeugen, dass UFC
die bessere Veranstaltung ist. Das ist dann auch schiefgegangen zunächst mal, aber was für ein Move, mit so einem Kämpfer da anzutreten. Und da hatte der Dana White noch Haare und war noch nicht am Stoffen. Richtig geil. Mittlerweile habt ihr das ja quasi alle schon gesehen, so. Aber wer noch nicht, es ist noch Pride Month ist noch dran. Chuck Liddell. Chuck Liddell. Danke, Mario. Oh. Mario arbeitet gut mit. warte, was habe ich jetzt hier gemacht? Streaming-Einstellungen, genau. Das ist dieser legendäre Kampf zwischen Don Fry und diesem japanischen Pro-Wrestler, der danach nie wieder derselbe war. Sein Gesicht auch nicht. Holy shit, Don Fry, gute Hose auch an. Mirko Krokop. Rampage, Jackson. Ah, ich kenne sie alle. Ich kenne sie alle noch von damals. Und halt kein Octagon, ne? Kannst du ja auch schon mal rausfliegen. Ah, jetzt sagt er, jetzt erzählt er, glaube ich, ein bisschen was. Ich glaube. Das ist der Gracie Hunter. Das ist der Gracie Hunter. Das war eine neue Ära und danach kam Wanderlei Silva und hat den dann komplett platt gemacht. Und dann merkte man, das war dann eigentlich erst der Punkt, wo man gesagt hat, nee, es muss MMA sein. Du kannst nicht nur so eine Sache so geil können. Du musst alles können. Und es gab so eine richtige Fehde zwischen Japan und Brasilien. Ne? Brasilianer natürlich die Gracies, aber Wanderlei Silva, so ein Muay Thai Valetudo-Typ, auch Brasilianer. Es gab so eine richtige offizielle Storyline, so eine Fehde zwischen Brasilianern und Japanern, welche die besten Kämpfer der Welt stellen. Und das sind oftmals welche aus diesen Ländern. Jo. Der hat ultra Ärger gekriegt von den Japanern, weil der sich Shogun genannt hat. Und dann irgendwann haben sie ihn akzeptiert. Gracie Schmacker, Anderson Silva. Man kennt sie alle, man kennt sie alle. Royce Gracie, genau. Yakuza-Skandal, das ist auch eine richtig geile Backstory. So ging das dann alles den Bach runter. Es ist wirklich wie ein Film. Es ist wie ein Film. Pride never die. Wer es noch nicht getan hat, passend zum Pride Month, zieht's euch rein. Ich hatte es in die Patreon-Kommentare gepackt und ich hatte auch es mal in den Telegram-Channel gepackt. Danke mir später.